Wenn du in Svanetien nicht gewesen bist, hast du Georgien nicht gesehen, sagt ein Sprichwort. Svanetien, das ist Mythos und Geschichte im Herzen des großen Kaukasus. Es ist das Land der Wehrtürme und der hohen Berge. Über die minigrelische Hauptstadt Sugdidi führt uns die Straße hinauf nach Mestia. Die Straße ist neu gebaut und damit längst nicht mehr so abenteuerlich wie früher, erfahren wir von Jondi, unserem georgischen Begleiter. Lange Zeit geht es entlang des riesigen Inguri-Stausees. Der Stausee liefert Wasserenergie für ein Viertel des georgischen Strombedarfs. Der Stausee wurde noch während der kommunistischen Zeit gebaut, erzählt uns Jondi. Insgesamt haben wir 140 Kilometer zurückzulegen. Erstmals zeigt sich der Uspa. Jondi stoppt das Auto. Mit 4710 Metern ist der Uspa mit seinen zwei Spitzen ein besonders dominanter Berg. Er gilt als schwierig zu besteigen, erzählt er uns. Bis nach Mestia ist es dann nicht mehr so weit. Die ersten Machubis tauchen auf. Von Mestia aus wird Obersvanetien verwaltet. Der Ort liegt auf 1400 Meter Höhe und hat gerade mal 2000 Einwohner. Wir wählen als Quartier ein privates Gasthaus. Es ist einfach ausgestattet, aber umso herzlicher sind die Menschen. Unter dem ehemaligen Präsidenten Saakaschwili wurde Mestia zum Ferienzentrum ausgebaut. Es gibt einen Flugplatz, ein Skigebiet, einen erneuerten Dorfplatz und ein sehr schönes Museum. Unter anderem sind dort sehr schöne Kreuze und mittelalterliche Ikonen ausgestellt. Viel Ursprüngliches sei damit auch verschwunden, hören wir. Aber kann man es den Menschen verdenken? Das Leben ist dort hart. Zu unserem Ziel Ushguli sind es aber immer noch 46 Kilometer. Das sollen rund 3,5 Stunden Fahrzeit in schroffem Gelände werden. Wir brauchen dafür einen kundigen Fahrer mit einem geländegängigen Fahrzeug. Dieser deutsche Tourist versucht es mit einem Wohnmobil. Wir sind gespannt, ob er es schafft. Mutig ist er auf jeden Fall. Unser Begleiter stoppt. Diesen besonderen kulturellen Schatz will er uns unbedingt zeigen. In der Kirche St. Barbara gibt es Fresken aus dem 9. Jahrhundert. Auch diese Ikone aus dem 6. Jahrhundert wurde wiederentdeckt. Solche Schätze konnten sich lange erhalten, weil das obere Svanetien
nie wirklich von fremden Invasoren besetzt war, erfahren wir. Wir sind schon kräftig durchgerüttelt und denken an unseren Reisenden im Wohnmobil. Ob er wohl durchkommt? Wir sind da. Der Schara mit seinen 5200 Metern zeigt sich in seiner ganzen Mächtigkeit. Er ist der drittgrößte Berg im Kaukasus. An seinem Fuß auf 2200 Meter Höhe liegt das Bergdorf Uschguli. Uschguli besteht aus mehreren Ansiedlungen und ist ganzjährig bewohnt. Und damit darf sich Uschguli als das höchstgelegene bewohnte Dorf Europas nennen. Das Dorf wirkt wie ein Freiluftmuseum und ist Weltkulturerbe. Schwer zugänglich hat sich das mittelalterliche Leben der Swanen über die Jahrhunderte weitestgehend erhalten. Die Familien leben traditionell im Machubis. Das ist ein Haus, in dem Mensch und Tier zusammenleben. Dort sind auch die Wintervorräte untergebracht. Zum Haus gehört der typische Wehrturm. Jede Familie besitzt so einen. In früheren Zeiten bot er der ganzen Großfamilie Schutz vor Feinden. Wo der Wanderweg zum Schara-Gletscher beginnt, dort haben die Swanen die La-Maria-Kirche errichtet. Die Wände schmücken Fresken aus dem 10. und 12. Jahrhundert. Beim Spaziergang durch das Dorf wird deutlich, was so malerisch aussieht, verbirgt ein hartes und entbehrungsreiches Leben, das die Menschen hier führen. Insbesondere im Winter, wenn neben der Kälte auch noch Lawinen und Erdrutsche die Menschen bedrohen. Da taucht das Wohnmobil aus Deutschland plötzlich wieder auf. Rund 5 Stunden sind vergangen. Geschafft und stolz ist der Mobilist. Er will noch weiter. Keine gute Idee, über den unwegsamen Tara-Pass zu fahren, meint dazu unser Fahrer. Gerne wären wir noch geblieben und zum Schara gewandert. Wir müssen zurück. Morgen wollen wir ans Meer. Nach Batumi.